için WhatsApp. Ne yapacağım bugün? Arkadaşlar, liebe Leute, ihr kennt das. Ihr empfangt Gäste und es ist Bayram, es ist Weihnachten. Du möchtest was kochen und ihr habt ganz viele Bücher, natürlich von uns. Aber das Ding ist, die Bücher inspirieren euch. Das Anstrengende daran ist die Einkaufsliste. Und das möchte ich euch zeigen, wie ihr das bei uns auf dem Blog automatisiert machen könnt. Ich nehme die mal mit. Das wird nämlich total einfach auf dem Rechner zu erstellen sein. Und dann schauen wir uns mal auf dem Blog an, wie wir mit unseren Rezepten Einkaufslisten erstellen können. Das wird nämlich total einfach sein. Dafür haben wir sehr, 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 sehr viel Arbeit investiert. Alle in unserem Team. Und ich glaube, das wird euch Spaß machen. Auf unserem Blog, auf unserer Webseite shop.kochdichturkisch.de findet ihr unsere Rezepte direkt oben im Reiter unter türkische Rezepte. Ihr könnt natürlich auch alle gängigen Suchmaschinen nehmen, gebt türkische Rezepte ein, da werdet ihr uns auch finden. Auf der Seite haben wir ein bisschen Erklärung und dann sehr, sehr praktisch, wenn man sich seine Gerichte aussuchen will, haben wir so circa mal 100 Gerichte zur Auswahl. Bis ihr die alle euch angeschaut habt, wird euch das Wasser im Mund zusammenlaufen. Aber ihr könnt auch direkt einfach suchen, was ihr braucht. Ihr könnt hier direkt in Gerichte gehen und sagen, ich möchte ein Fleischgericht machen, dann werden die automatisch gefiltert. Oder ich möchte etwas Veganes machen, dann habt ihr alle veganen Rezepte. Oder ich kann auch sagen, ich möchte alle haben, aber ich habe nur bestimmte Zutaten zu Hause. Wenn ihr zum Kühlschrank geht und habt nur Auberginen zu Hause, also nicht nur Auberginen, aber halt ein paar Auberginen und wisst nicht, was ihr damit anfangen sollt. 10 Auberginenrezepte haben wir auf dem Blog. Könnt ihr anklicken und sofort seht ihr hier so leckere Sachen wie zum Beispiel Zeytinyağlı Patlıcanlı Pilav, Auberginenreis mit Pinienkern und Dill. Fantastisch. Das zum Beispiel können wir uns mal anklicken. Und dann öffnet sich die Seite des Rezeptes mit einem schönen Vorschaubild. Dann haben wir hier direkt den Klick zum Rezept. Und dann ist hier alles im Einzelnen aufgelistet. Auch eine sehr neue Funktion, die wir sehr, sehr praktisch finden. Ihr habt auch Bilder zu den Zutaten, damit man auch weiß, wie eine Zwiebel ausschaut, wie Reis ausschaut. Das ist dann hier alles aufbereitet. Ihr habt die Zubereitung. Und was ihr auch habt natürlich ist, ihr könnt das Ganze ausdrucken von hier aus. Klicken wir hier drauf, haben wir hier unser Druckmenü und da könnt ihr auch definieren, was alles da reinkommen soll, ob ihr auch ein Bild dazu haben möchtet oder eine Wertetabelle. Ihr könnt auch definieren, wie viele Personen ihr bekochen möchtet und dementsprechend werden dann die Zutaten berechnet. Das ist natürlich auch sehr praktisch, wenn ihr Gäste habt. Wenn ihr jetzt aber ganz viele Rezepte habt, also ihr möchtet ein Weihnachtsmenü zum Beispiel machen oder ein Bayram-Menü, dann ist es praktisch, sich ein Menü zusammenzustellen aus mehreren Rezepten und dazu kann man das Ganze speichern hier. Wenn ich das mache, dann landet ihr automatisch auf einer Seite, wo ihr erstmal unsere Arkadaş werden könnt. Unsere Arkadaş bedeutet, ihr seid Mitglied bei uns im Koch dich Türkisch Club. Das Ganze ist im Moment kostenfrei. Das heißt, ihr meldet euch einfach an mit eurem Username und Passwort. Wenn ihr keins habt, dann könnt ihr euch registrieren. Das könnt ihr hier unten machen, Register. Oder ihr nutzt einfach euren Google- oder Facebook-Account. Ich bin jetzt faul und benutze einfach meinen Google-Account. Klickt den mal an. Und dann bin ich auch schon eingeloggt. Also ihr seht, das ist wirklich, wirklich schnell und einfach. So, dann gehe ich mal auf mein Konto. Ich habe hier auch meine ganzen Bestellungen, die ich hier schon im Online-Shop gemacht habe. Und ich habe hier eine eigene Rezeptesammlung. Ich baue mir jetzt mal eine neue auf. Nennen wir das mal Weihnachten und Bayram. Und speichere das. Hier ist das Menü. Und gehe jetzt wieder in meine Rezepte. Ich hatte ja gerade das Auberginenrezept. Kann ich jetzt auch schnell nachsuchen. Auberginen. Ihr seht auch hier, wir haben eine wunderbare Suchfunktion, in der ihr auch schnell Sachen suchen könnt. Klicken wir mal hier drauf. Und dann können wir jetzt, wenn wir zum Rezept gehen, nicht nur Rezept drucken, sondern auch speichern. Und was jetzt passiert, es wird eine Kollektion angezeigt. Das heißt, ich kann hier definieren, wo ich dieses Rezept speichere. Das mache ich jetzt hier unter Weihnachten und Bayram. Und suchen wir jetzt noch ein paar Rezepte raus. Ich möchte gern was mit Hühnchen, beziehungsweise gehen wir mal Weihnachten ein, weil wir sehen, was da rauskommt.
ach, das Menü haben wir gar nicht zu Weihnachten. Ein Kapaun möchte ich machen. Ein Kapaun ist ein männlicher Hahn, der sehr lange wächst, der sehr langsam wächst. Es gibt gar keinen weiblichen Hahn. Also ein Hahn einfach, aber der sehr langsam wächst. Das Wagyu, der Hühnchen. Ich speichere das mal auch hier unter Weihnachten und Bayram. So, gucken wir mal in unsere Rezepte. Was können wir uns noch machen? Wir haben Reis, wir haben den Kapaun. Dann ein Salat wäre ganz gut. Gucken wir mal hier, 24 Salate. Schauen wir mal, was es hier so gibt. Ah, was mit Kichererbsen. Hier auch was mit Kichererbsen. Mit Böhnchen. Nehmen wir mal hier was mit Lauch. Lauch und Granatapfelsirup. Sehr cool. Dann wieder zum Rezept springen. Klick. Speichern. Weihnachten und Bayram. Ist auch gespeichert. Jetzt habe ich auf jeden Fall schon mal 3 Rezepte. Noch eine Süßspeise. So, Nachspeise, Süßspeise, Dessert. Gucken wir mal hier. Klassisch Baklava oder Künefe. Künefe wird mir zu schwer. Joghurtkuchen. Ein Pudding. Den finde ich ganz gut. Keschkül. Pudding mit gemahlenen Mandeln und Pistazien. Auch ein sehr schönes Foto. Zum Rezept. Auch speichern. Weihnachten und Bayern. Gut, jetzt gehe ich mal zu meiner Rezeptesammlung. Kann direkt von hier drauf klicken. So, müsste jetzt eigentlich auch direkt dort erscheinen. Jawohl. Da ist der David, der im türkischen Supermarkt durchdreht. Aber hier sehen wir jetzt unsere Rezeptesammlungen. Weihnachten und Bayram kann ich jetzt hier anklicken. Und jetzt sind genau diese 4 Rezepte hier gelandet in meinem Menü. Und was ich jetzt machen kann, ich kann noch viele Kleinigkeiten machen. Da gehe ich jetzt aber gar nicht so sehr drauf ein, weil das Video finde ich schon mal wichtig, dass überhaupt das euch mal ja, bewusst macht, was für eine tolle Funktion wir haben. Wir können nämlich hier noch mehrere Tage machen. Wir können Spalten und Gruppen machen. Aber ich kann von hier aus direkt die Rezeptesammlung drucken. Das heißt, das, was wir gerade schon hatten, einzeln können wir jetzt in der Summe machen. Ich kann hier drucken und habe dann auf alle auf einen Schlag. Oder ich kann hier eine Einkaufsliste erstellen. Das finde ich sehr, sehr praktisch. Das heißt, ich definiere hier wieder, wie viele Personen, wie viele Portionen. Sage Einkaufsliste erstellen. Der rechnet jetzt im Hintergrund. Und dann habe ich hier automatisch alle Elemente, die ich hier brauche für meine Rezepte. Einige Sachen habe ich ja schon zu Hause. Die kann ich jetzt direkt schon von hier am wegklicken. Zum Beispiel, ich weiß, dass ich Kreuzkümmel habe ich zu Hause, Piment auch, Muskatnuss habe ich auch, dann Korinthen habe ich nicht, Mandelextrakt habe ich auch nicht, Mandeln habe ich auch nicht, Granatapfelsirup habe ich auf jeden Fall zu Hause, Öl, gutes Olivenöl natürlich auch, so Reismehl habe ich nicht zu Hause, muss ich kaufen, Salz habe ich zu Hause, Wasser natürlich auch, Zimt auch, Zucker auch, Zwiebeln muss ich kaufen. Dann sieht man auf jeden Fall, dass ich die hier schon mal weggeklickt habe und die anderen möchte ich jetzt benutzen. Kann mir das Ganze jetzt ausdrucken, aber ich kann auch Papier sparen. Ich kann hier einfach, es gibt hier unten so einen kleinen Klick, da kann ich jetzt das Ganze mit dem Rechtsklick anklicken, den Link kopieren und kann dann auf mein Handy gehen und da das mir mein Rechner auf mein Handy kopiert hat, kann ich das sehen. Und dann wird das hier direkt reingeladen. Genau, da haben wir sie. Da ist meine Einkaufsliste und ich kann jetzt wirklich im Supermarkt hingehen und die Sachen hier einzeln anklicken, die ich dann gekauft habe. Wirklich sehr, sehr praktisch. Da ein Kapaun 7 Kilogramm, zack, habe ich gekauft. Knoblauch 10 habe ich gekauft. Korinthen habe ich gekauft. Und kann meine Einkaufsliste durchgehen. Ich hoffe, ihr benutzt das auch mal. Sagt uns, gebt uns ein bisschen Feedback, ob euch das gefällt oder nicht. Ob ihr noch Funktionen braucht. Wie das so im Alltag ankommt. Und wir sind gespannt. Wir haben uns echt viel Mühe gegeben. Wäre schön, wenn ihr das nutzt.
Hoşçakalın, euer Orhan.